Zuerst schauen wir aber, was sonst noch so passiert ist in der Welt, denn am Wochenende waren die ganzen Nachrichten voll mit einem Putsch. Ja, ich habe auch schon gedacht, so, Russland ist Geschichte, Putin ist geputscht worden. Die aktuelle Situation sei die größte Bedrohung für den russischen Staat in der jüngsten Zeit. Das sagt das britische Verteidigungsministerium heute. Alle, die sich auf den Weg des Verrats begeben haben, die einen bewaffneten Aufstand vorbereitet haben, die sich auf den Weg der Erpressung und terroristischer Methoden begeben haben, werden bestraft werden. Putin zieht historische Vergleiche. Intrigen und Streitereien hätten am Ende des Ersten Weltkrieges zum Zusammenbruch des Staates geführt. Russen hätten auf Russen geschossen. War aber dann doch nicht so. Weißt? Es war alles doch nicht so gemeint. So kann man die heutige Wortmeldung von Wagner-Chef Prigozhin zusammenfassen. Es war irgendwie so aufbauscht, dass der alle haben hingeschaut und dann am Montag, naja, gut, na, der ist ins Exil. Nach Weißrussland? Ja, wie gesagt. Am späten Abend meldet sich auch Putin zurück. Er dankt den Wagner-Söldnern dafür, den Marsch auf Moskau doch noch abgebrochen zu haben. Und er macht den Kämpfern ein Angebot. Jeder, der will, könne der russischen Armee beitreten oder nach Belarus gehen. Es ist ein bisschen schwierig. Bei mir ist es halt so, dass ich in letzter Zeit ein bisschen von diesen Sondersendungen ein bisschen geprägt war. Weil man denkt so, Sondersendung, jetzt ist das passiert, jetzt ist das passiert. Doch nicht SPÖ-Chef, doch das. Naja, gut. Und wie dann gestanden ist, es gibt 8 Sondersendungen am Wochenende, was Putin und der ganzen Russland-Geschichte betrifft. Aber auch so, ich warte mal ab, was am Montag ist. Und Überraschung, Überraschung, gar nichts war. Die Wogen zwischen den einstigen Freunden Putin und Prigozhin geglättet. Zumindest vorerst. Für den Kreml sind die eigentlich Schuldigen schnell gefunden. Westliche Geheimdienste wären in den Aufstand verwickelt gewesen, um Russland zu destabilisieren, heißt es. Die aktuelle Situation sei die größte Bedrohung für den russischen Staat in der jüngsten Zeit. Das sagt das britische Verteidigungsministerium heute. Nee, was heißt gar nichts? Was? Der Karl hat reden können, weißt? Wieder vor die Presse, wieder seine Nasen ins Bild halten können. Ich glaube, ganz irgendwo hinten ist auch der Kogler gestanden. Weißt? Der hat mitdürfen. Der hat auch mal mitdürfen wieder zur Pressekonferenz. Der Vizekanzler spricht von einer besorgniserregenden Lage in Russland. Bei aller Sympathie, möglicherweise, die ich persönlich nie verhehlt habe, für das Opfer dieses Angriffskriegs, nämlich die Ukraine, dass wir jetzt nicht den Fehler machen dürfen, einfach im Umkehrschluss zu denken, das mal gut, wenn es dort, nämlich in Russland, ich sage so salopp, ja, mal drunter und drüber geht. Das ist keine gute Nachricht. Na, es ist wichtig, dass der Sportminister sich natürlich auch dazu äußert, was da los ist. Naja, er ist der Vizekanzler auch, aber er es nicht merkt, aber er ist auch Vizekanzler. Ja, gut. Ich finde es sowieso geil, dass es überhaupt einen Vizekanzler gibt, weil in der Zeit, wo der Sebastian kurz einmal nicht da war, hätte man ja auch sagen können, für was gibt es einen Vizekanzler, dann wird der Vizekanzler einfach Kanzler. Aber so funktioniert es ja nicht. Immerhin geht es ums Bundeskanzleramt. Der jetzige Kanzler ist nicht mehr amtsfähig. Und? Habt schon Mittagessen? Ja? Ja? Kurzer Abriss der Geschichte. Es war anscheinend so, man muss das Ganze immer ein bisschen einer Skepsis betrachten, es war anscheinend so, dass der Putin einen Stützpunkt der Söldner angegriffen hat. Daraufhin waren die ein bisschen ungehalten und sind daraufhin Richtung Moskau marschiert. Und 200 Kilometer vor Moskau haben sie sich dann irgendwie... Ja, da haben sie sich hingesetzt. Per Zoom-Call drauf geeinigt oder per Telefonat. Genau, und haben ein bisschen tratscht dann einmal dort. Genau. Ja. Anscheinend war es so, dass der Präsident von Weißrussland gesagt hat, wisst ihr was, bevor ihr zwar jetzt zum Streiten anfangt, ich nehme die Burm jetzt einmal auf, ja, die Wagner-Truppe, und da der Gegenvorschlag war der, dass die halt dann straffrei davon kommen. Ist schon komisch. Obwohl sie sind dorthin gefahren. Ja, sie haben aber noch nichts gemacht. Was ich mich da auch frage, was macht so eine Söldnertruppe in der Freizeit? Was tun die jetzt dort? Karten spielen oder, ja, oder was ist da? Entschuldigung, bitte können Sie mir sagen, wie ich zum Museum komme? Zu der Volljusvium! Это сейчас квартала в этом направлении! Она пошла не в ту сторону. Шах и мат. Хорошая игра! Как насчет еще одной? Da gibt es halt auch jetzt die Vermutung, dass die jetzt mehr dort stationiert werden als quasi strafversetzt, aber... Na gut, sie sind näher nach Kiew gekommen. Genau. Ja, aber schauen wir mal, was der Kali sagt, ha? Ja, auch wenn der Sturm auf Moskau also ohne große Eskalation endet, die Verunsicherung bleibt, auch im Westen. Bundeskanzler Karl Nehammer beruft heute das Krisenkabinett ein und verschärft die Sicherheitsmaßnahmen in Österreich.
Es gibt einiges zu besprechen. Bundeskanzler Karl Nehammer hat kurzfristig das Krisenkabinett einberufen. Der Konflikt habe in erster Linie Auswirkungen auf Russland selbst. Dennoch müsse man auch in Österreich darauf reagieren, so Nehammer. Es gibt eine höhere Sensibilität bei allen Sicherheitsorganen. Es gibt Überwachungsmaßnahmen, die dazu angetan sind, um eines auch von vornherein klarzumachen. Wir werden nicht zulassen, dass ein innerrussischer Konflikt auf österreichischem Boden ausgetragen wird. Die Ukraine hat die Ablenkung der russischen Streitkräfte für einen weiteren Vorstoß in ihrer Gegenoffensive genutzt. Dass die Kriegsmoral der Russen durch den Aufstand der Wagner-Söldner geschwächt wurde, ist jedoch unwahrscheinlich, so der Militärexperte. Doch hat der Putschversuch dann überhaupt eine Folge für den Ukraine-Krieg? Der ehemalige deutsche General Roland Carter will das nicht ausschließen. Er vermutet hinter dem Wagner-Aufstand ein abgekartetes Spiel. Ich glaube, das Ganze ist fake. Nämlich ein verdeckter Aufmarsch, dass Prigozhin jetzt nach Weißrussland, nach Belarus geht, seine Wagner-Kämpfer folgen und dann irgendwann die Truppe steht, um von dort, von Norden aus Belarus heraus, den Westen der Ukraine und Kiew anzugreifen. So ein Angriff wäre für die Ukraine, die aktuell ihre Kräfte im Osten bündelt, wohl schwer zu verteidigen, so Carter. Ja, es ist halt einfach schwierig, weißt? Und ich finde auch diesen Ausspruch so schön. Ich glaube, das ist alles fake. Ich glaube, das Ganze ist fake. Was wüssten? Wir haben, glaube ich, vor anderthalb Jahren gesagt, das Erste, was im Krieg verloren geht, ist die Wahrheit. Und natürlich ist das alles immer mit einer gewissen Skepsis, ich habe es ja schon angesprochen, zu verstehen. Was glaubt denn ihr nun wirklich, was da wirklich berichtet wird? Egal von welcher Seite es jetzt kommt, weil jede Nachrichtensendung im österreichischen Bundfernsehen spricht immer davon, naja, die Ukrainer sagen das und die Russen sagen das, aber man kann beiden eigentlich nicht glauben. Wobei wir halt im Zweifelsfall immer für die Ukraine sind. Ja, die haben ja westliche Werte, was? Ich weiß. Das sind ja uns näher. Ja. Sozusagen. Ja, ist eigenartig. Aber es ist sowieso eigenartig, dass, also die Geschichte ist schon ein bisschen komisch. Weißt, dass die jetzt ins Exil gehen, nach Belarus. Also, was ich meine? Exil, was? Und was tun die dann dort? Und ganz, ganz eigenartig. Also, ich finde es auch komisch, ob das jetzt fake ist, gell? Wie soll man das beurteilen, gell? Er ist da der Experte. Ich glaube, das Ganze ist fake. Nur, ich finde interessant eben bei dem Thema, was sagt der Kali? Weißt? Er verschärft die Sicherheit in Österreich, wo ich mir auch denke, was tut denn jetzt? Was macht dann? Die politische Einschätzung des Kanzlers. Es zeigt einmal mehr, dass dieser Krieg in seiner jetzt schon langen Dauer auch jetzt die Spuren deutlich nach Russland hineinträgt. Nur weil er mit den Geheimdienstler da jetzt tratscht, dann ist Österreich sicher oder was? Und er will verhindern, dass ein innerrussischer Konflikt auf österreichischen Boden ausgetragen wird? Man, was redet denn da? Es war immer unser Ziel und wird auch immer unser Ziel bleiben, alles dafür zu tun als österreichische Bundesregierung, dass dieser Krieg auch wieder einmal endet. Wir hatten eben da die Rede schon wieder geschrieben. Also wenn er bewerkstelligen wollte, dass wir jetzt entweder sehr verwirrt sind, gell? Mission accomplished, auf jeden Fall. Es war alles doch nicht so gemeint. Wenn er uns Angst machen will, hat er es vielleicht auch geschafft, weil einfach nur, dass er da reintritt und sagt, so, wir dürfen euch nichts sagen. Und das ist was im Endeffekt. In einem abhörsicheren Raum taktiert das Krisenkabinett. Die drei österreichischen Geheimdienste informieren die Regierungsspitze über ihre Lageeinschätzung. Details unterliegen der militärischen Geheimhaltung. Aber wir passen jetzt viel stärker auf, dass das nicht so Österreich. Ich bin so, was? Naja, immer wenn der Kali auftritt, habe ich ein bisschen Angst. Weißt, ja, gut. Egal, was er sagt. Aber das Schöne ist, es ist halt wieder sowas, wir wissen nichts. Aber auf keinen Fall jetzt in Ruhe verfallen, sondern immer in Angst. Es war immer unser Ziel und wird auch immer unser Ziel bleiben. Das mal gut, wenn es dort mal drunter und drüber geht. Das ist keine gute Nachricht. Gell? Naja, klar. Was soll das sonst sein? Im Endeffekt ist jetzt nach diesem Wochenende alle Berichte so, ja, in Russland ist wieder alles gleich wie vorher. Alles Friede, Freude, Eierkuchen. Von einem Putsch gegen die russische Führung will Prigozhin nicht sprechen. Also ich bin wirklich nachhaltig verwirrt, habe auch deswegen den Fernseher am Wochenende nicht eingeschalten. Ich bin immer noch nicht schlüssig, was da jetzt weiter vorgeht, aber es macht definitiv Angst. Du, Krieg darf ruhig Angst machen, Lukas, gell? Ja. Auch so eine Berichterstattung darf Angst machen. Und was ich bei dem ganzen Thema schon von Anfang an nicht verstanden habe, ist Söldner. Weißt, generell dieses Thema Söldner,
Wer ist das? Wem gehorchen Söldner? Von wem werden die zahlt? Weißt, das ist ja nicht so, als wäre die Wagner-Gruppe die einzige Söldnertruppe in der Ukraine. Weißt? Und Söldner sind wir immer ein bisschen suspekt, weil die töten nur wegen dem Geld. Und normale Soldaten töten wegen den Werten. Ist nicht viel besser jetzt, gell? Die werden auch zahlt. Und die werden auch zahlt. Aber gut. Schach i mat. Хорошая игра! Как насчет еще одной? Oh, hallo! Wir sind die Jungs von Nullpunkt und ihr habt euch gerade einen Clip von Alles Gute Österreich angeschaut. Wenn ihr die ganze Sendung sehen wollt, dann klickt jetzt am besten hier hin. Und wenn ihr wissen wollt, was wir sonst noch so machen, dann klickt jetzt am besten dahin. Da ist unser Kanal. Und wenn ihr schon am Kanal seid, könnt ihr gerne ein Abo da lassen, ein Like, ein Kommentar und über Spende würden wir uns besonders freuen. Danke! Alles Gute! Tschüssi!